Auf der Bahn 5 läuft die deutsche Hallenmeisterin von Leipzig über diese Strecke und die deutsche Meisterin von 2018 von Nürnberg, Jessica Bianca Visoli. Auf der Bahn 4 neben ihr bekommt sie Konkurrenz von Deutschlands bisher jahresschnellster Frau über die 200 Meter, Lisa Marie Quaillet. Und ebenfalls schnell unterwegs über den 100 Metern war auch Amelie-Sophie Lederer von der LG Telis Finanz Regensburg, die zweite der deutschen Hallenmeisterschaften von Leipzig über 200 Meter. Auch hier hat der Start geglückt und die vier Damen schnell unterwegs. Am schnellsten Lisa Marie Quaillet aufgelaufen in der Kurve zu Jessica Bianca Visoli, aber die drei Verfolger geben nicht auf. Auch Sophia Jung und Amelie Lederer sind noch dran. Wer holt sich den Sieg in diesem ersten Zeitlauf? Es ist Lisa Marie Quaillet in 23:26 und das ist eine ordentliche Zeit, wenn man bedenkt, dass hier der Wind doch heftig von vorne kam. 1,0 Meter pro Sekunde der Gegenwind und damit ist diese Zeit noch viel besser, noch viel positiver zu bewerten, denn die deutsche Jahresbestleistung von Lisa Marie Quaillet, gleichzeitig ihre Saisonbestleistung, steht bei 23:21.